Hallo und herzlich willkommen zurück zum Yawn Base. Ich bin Mr. Kata 4, euer Let's Play in das Kaninchen. Und es bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als diese Pflanze abzureißen. Nein! Oh Gott, ich bin mich ausgesperrt. Ugh. Dann können wir auch gleich das abreißen, guck mal. Denn wir sind ja gerade dabei, unsere ganze Basis auf Holz zu bauen. Denn Holz ist ein viel schöneres Material, viel besser als dieses doofe Steinzeug hier, ne? Will ja auch keiner. So. Und jetzt haben wir eine schöne Basis auf Holz. Und jetzt fehlt noch dieser eine, das mit dem Lager. Das wird jetzt richtig schön alles. Woo! Oh Gott. Das Schlimme ist, jetzt müssen wir gucken, dass wir irgendwie unser... Scheiße. Der schlimmste Moment. Nein, scheiße. Kacke. Nee, gib mir doch einfach das Lager. Oh, gib mir das Kacklager. Alles nur das Lager nicht, ne? Bloß nicht das Lager geben. Alter, willst du mich gerade rollen? Ja, da verschwindet es nämlich gerade, das ganze Material. Weil ich das Lager als allerletztes bekomme. Ich kann gerade ein bisschen kotzen. Mmh. Mmh. Mann. So, das brauche ich. Dann brauche ich das. Das brauche ich noch. Ja, hier nichts mehr, ne? Das brauche ich. Doch, das brauche ich noch. Das nicht. Und... ja, ist auch nicht. Okay, irgendwas ist leider verschwunden. Super schade ist. Irgendwas ist leider vom Winde verweht. Und zum Thema Winde verweht unsere ganzen Stromproduzenten hier auch. Bedeutet, wir müssen auch mal gucken, dass wir jetzt einen weiteren Kernreaktor hier bauen. Haben wir nicht noch einen Auftrag gegeben gehabt? Wollte ich da nicht noch einen Auftrag geben? Ich glaube, ich wollte noch einen Auftrag geben, oder? Brauche ich noch was dafür? Nein, guck mal, können wir das gleich mal machen. So, dann können wir jetzt nämlich schon mal ganz kurz dabei das hier abbauen und das da abbauen. Und den da wegbauen und den da wegbauen. Und den da wegbauen und den da wegbauen. Jetzt die Holzplatten darunter. So. Dann nehmen wir uns den Kernreaktor. Also wofür RTG steht. Radioactive Terminal, keine Ahnung. Und dann muss jetzt das hier umgebaut werden. Weg. Und weg. Wir haben noch 10 Platten. Mach mal so, damit das alles nicht komplett plötzlich ohne Verbindung ist. Leider müssen jetzt die Batterien, die voll sind, weichen. Aber wer schön sein will, muss leiden, ne? Kennen wir ja. Jetzt kommt das weg. Jetzt sind natürlich die da oben nicht verbunden. Noch 6. 3. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis die Pflanze wächst. Und ich weiß auch nicht, wie sicher wir jetzt aus dieser einen neuen Samen rausbekommen, wenn ich den jetzt doch mal abholzen sollte. Deswegen werde ich, glaube ich, das eher so machen, dass ich die weit entfernten Pflanzen oder die weit entfernten Bäume abholzen werde, in der Hoffnung, den Samen wieder zu bekommen. Aber es bringt mir halt auch gar nichts, wenn die 100 Kilometer weit weg sind. Hat ja keiner was von. So. Gut, damit ist das soweit erledigt. Das hier müssen wir auch alles noch nach und nach umbauen. Wir brauchen jetzt aber erstmal noch einen weiteren Wassertank. Ein weiteres Lager bräuchte ich langsam mal wieder, ne? Dafür bräuchte ich noch ein Lager und ein Habitatmodul. Und für ein Lager benötigen wir Schrott. Oh. Oh, Schrott brauchen wir ja nicht, ne? Schrott ist ja total nutzlos und so. Oh, klar. Und es wird schon wieder Nacht. Ist ja klar. Wie immer. Wird ja immer Nacht in diesem Spiel. Nie wird's Tag. Wir brauchen noch unbedingt weitere Wasserkollektoren, weil ihr seht, wie selten das regnet und wie viel Wasser diese Pflanzen verbrauchen.
So. Das kommt damit rein. Jetzt haben wir noch ein weiteres Lager. Und wir haben noch weitere. Warte mal, wir machen noch diese eine Metallplatte. So. Okay, wie sieht denn das aus mit Strom jetzt hier? Wenn ich mal reingehe, wir verlieren noch Strom. Okay. Aber es sieht nicht so schlimm aus. Ich glaube, das geht schon. Ich glaube, das geht mit dem Strom. 1, 2, 3. Wir brauchen Wurzeln. Wir pflanzen hier ein Wurzelgemüse an. Vielleicht sollte ich einfach mal ein bisschen Wasser wieder in den Tank kippen. Ja. Damit das Wurzelgemüse wächst. Und dann machen wir uns eine leckere Mahlzeit. Packen das weg. Na, unsere Axt ist weggeflogen. Okay, unsere Axt ist weggeflogen. Das ist wahrlich nicht gut. Die brauchen wir jetzt, wenn wir... gut, dass ich nochmal geguckt habe. Was brauche ich dafür? Schrott und eine Metallplatte. Okay. Also, Schrott und eine Metallplatte. Dann bauen wir uns eine neue Axt. Und dann dackeln wir wieder los in die weite Welt. Diesmal nach Westen. Es ist Osten. Diese Pflanze bleibt bestehen. Die lasse ich mal so stehen. Die ist noch nah genug dran. Das gibt mir. Aber du kannst weg. Wir brauchen ja Holz. Guck mal, da haben wir einen Samen. Sehr schön. Und Wurzeln pflanzen wir jetzt hier selbst an. Wir können die aber auch eigentlich kurz mal fällen, oder? Hier sind. Gucken, ob wir da einen Samen rausbekommen. Aber mindestens die Wurzeln kriegen wir raus zum Essen. Keinen Samen. Krass, wie selten es diese Samen gibt, ne? Also jetzt mal ganz ehrlich. Schon super selten. Ich frage mich, ob man den... Warte mal, stand da, wächst in circa 6... Hallo? In circa 6 Tagen zu einem fruchttragenden Baum heran. What? 6 Tage? Das ist ganz schön lange. 6 Tage. Erst seit 16 Tagen. Wir sind schon seit 16 Tagen hier. Oder erst, je nachdem, wie rum man das sehen möchte. Und hier dann... Das geht nicht, war klar. Ach, ich wollte... Pass auf, wir sortieren jetzt mal. Also, alles, was pflanzlich ist, kommt in die eine Kiste und alles, was nicht pflanzlich ist, kommt in die andere Kiste. Dafür haben wir ja nochmal 2 Kisten. So. Essen wir schnell einen Happen. Gehen nochmal schnell atmen. Müssen wir keinen von den... von den Dingsies verbrauchen. Lufttaschen hier, die wir mit uns rumführen. Und dann geht's weiter. 6 Tage. Okay, also Tag 22 wachsen die erst. Ist der da fertig ausgewachsen. Vielleicht ist es aber auch so, dass die von mir angepflanzten dann immer einen Samen bringen, wenn ich die abernte. Oder es kommt noch, dass man irgendwie aus den Pflanzen Samen machen kann. Das kann natürlich auch gut sein. Dass wir das noch einbauen. Mal gucken. Wir fällen jetzt erstmal noch diesen Baum hier. Weg mit der ganzen blöden Natur hier. Will einen schönen Holzboden haben. Weil hier ganze Natur hier nicht. Na, wer erkennt die Divergenz in dieser Aussage? Die ist ganz schön schwer zu sehen, Kadhafi. Hast du gut versteckt? Ich weiß. Wir brauchen ganz viel Holz. Ganz, ganz, ganz viel Holz. Mehr Holz. Holz! Da ist noch mehr Holz. Da wächst schon wieder eine Pflanze. Ich glaube, das ist aber mehr so ein Gras. Also ein, woraus wir den Pflanzenfraß machen. So. Hier, das da, das Gras. Nee, das nehme ich mal noch nicht mit.
Auch wenn ich dann, ich könnte ja Glück haben und die... Das ist das so ein bisschen das Problem. Ich habe so wenig Inventarslots. Wenn ich jetzt hier wirklich so auf eine große Wanderschaft gehe und alles einsammle, lagert mir das ja alles ziemlich krass, das Inventar voll, wenn ich Glück habe und bei dem Schrott nämlich alles rausbekomme. Sind das ja zwei, drei Extra-Slots, die verbraucht sind. Guck mal, wie viel Erz hier ist. Meine Güte. Wow. Wow. Gib mir das Erz. Gib mir das Erz. Dann kann ich neue Habitat-Module... Ach, Forschung. Forschung. Gib, gib, gib. So. Sehr schön. Na, was war das da? Okay. Keinen Samen, ne? Keinen einzigen Samen gefunden. Das ist schon hart. Fuck. Es geht immer so schnell kaputt. Dann geht's zurück. Finden wir noch unterwegs irgendwas Schönes, Spannendes. Hat, glaube ich, in die richtige Richtung. Ja. Aber hier ist natürlich nichts mehr. Wir haben keinen Samen gefunden, können wir also auch nichts anpflanzen. Also, ab zurück in die Bude. Und mal kurz wieder mit Atem, mit Sauerstoff versorgen. Brauchten wir gar keine Flaschen. Und guck mal, das ist fertig gewachsen. Jawohl! Das stecken wir ein. Und das auch. Und die kommen in die Pflanzenkiste. Pflanzenkiste. So. Bip, bip. Nein, unser Wasser ist schon wieder alle. Ja, das ist das Problem mit dem... Mit den Pflanzen, mit dem Wasser. Deswegen brauchen wir diese Wasserkollektoren, dass wir ja ganz, ganz viel davon kriegen. So ist jedenfalls die Hoffnung. Und jetzt werden wir... Ach, guck mal, kommt die Sonne wieder. Das ist noch Holz. Kommt das zu? So habe ich denn das nicht abgeerntet. Da ist noch mehr. Meine Güte, was denn los hier? Was denn los, Kadhafi? Lässt hier ganz viel Holz rumliegen. Schöne, wertvolle Holz. Ja, jetzt können wir nämlich... Ich mache noch nicht die Forschung. Nein, ich wollte gerade sagen, ich mache die Forschung noch nicht, denn ich baue das jetzt hier alles wieder ab. Um da gleich Holz zu setzen. Und jetzt machen wir, da es auch gerade nicht regnet, können wir auch die mal abernten hier. So. Pass auf, wir machen mal hier den Weg. Können wir nämlich, da ist eh keine Verbindung, also es ist eh nicht möglich, eine Verbindung aufzubauen irgendwie. Brauchen wir auch da jetzt noch nicht groß uns einen Kopf, nein, einen Kopf drum machen, dass wir das an die restliche Basis anschließen müssen. Dann kommen wir schneller hier zu dem Schmelzofen. So. Die Solarpanels müssen leider auch erstmal ganz kurz weg. So. Und diese Solarpanels müssen auch weg. Dann müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht irgendwie weitere... RPGs bauen, RTGs, RPGs, genau. Man kann nie genügend Raketenwerfer haben. So. Das hatte ich ja auch in dem ersten Durchlauf, dachte ich ja auch, dass man unter Gebäude und sowas nichts untersetzen kann, aber man muss einfach, es geht, wie ihr seht, man muss das einfach nur vorher platzieren. Also der Boden muss zuerst platziert sein und dann kann man auch den Boden entsprechend platzieren, dass das alles schön aussieht. Weiß ich noch nicht, was wir mit den Steinböden jetzt machen. Mal gucken, was wir damit anstellen können. Haben wir jetzt ja diese ganzen Blätter. Wir können die eigentlich hinlegen, dann können die weggeweht werden. Dann sind sie vom Winde verweht. Hm.
Wer weiß, wer weiß. Gott. Man könnte auch natürlich ein System bauen, dass man so bestimmte Strukturen auf Holz baut, andere Strukturen baut man auf Stein, um ein bisschen Ordnung reinzukriegen, wenn man das haben möchte. Aber ich finde das so eigentlich ganz schön, wenn das alles hier schön mit Holz ist. Mag Holzboden. So. Mehr Holzboden. Okay. Der Steinboden kommt hier rein und jetzt können wir auch das Artefakt erforschen. Fällt mir gerade auf, habe ich ganz vergessen, die ganze Zeit. Ja, du erstickst. Wie süß! Habt ihr das gesehen? Der Kopf war blau. Müsst ihr nochmal zurückspulen? Der hat einen blauen Kopf, weil er keinen Sauerstoff hatte. No. Einmal kleine Kätzchen. So, jetzt heilen wir uns mal schnell wieder. Warte mal, wir holen nochmal wieder was zu essen. Wir haben jetzt das Essen verbraucht. So, machen wir gleich 3 von den leckeren Mahlzeiten. 1, 2, 3. Goody! Guck mal, haben wir doch schon wieder schön was geschafft. Wir haben unsere Basis ein bisschen erweitert, wir haben sie schöner gemacht. Und wir haben Kernreaktoren gebaut. Und jetzt müssen wir eigentlich als nächstes wieder Forschung finden, damit wir hier die ganzen Sachen, die jetzt immer 10 oder 20 oder 15 kosten. Was ist das denn? Eine Heilstation? Navigation wäre vielleicht auch nicht schlecht. Das wäre auch, glaube ich, gar nicht schlecht. Ich glaube, das wird das Nächste, was wir machen. Recycling, damit wir diese Platten verbrauchen können, diesen Schrott verbrauchen können. Und dann bauen wir uns hier unsere Basis ein bisschen größer. Machen wir noch einen weiteren Wassertank. Und ja, das wird aber alles für die Zukunft sein. Ich würde sagen, meine Basis wird auch stopp so. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Weltraumkaninchen. Tschüss, tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!